bei mir jetzt ganz neue Sachen mit diesem Club, was ich gedacht habe. Obwohl ich habe mir früher gedacht, auch das habe ich schon mir früher geplant, das zu machen. Nun, jetzt mit diesem, seit dem Krieg sind schon anders als vor dem Krieg. Vielleicht haben Inwiefern? auch Menschen nicht so viel Inwiefern? Geld. Nur, dass man nicht so jetzt so spontan diese Partnersuche überhaupt startet. Dass man jetzt so zurückhaltend bleibt und guckt, dass der Krieg aufhört oder sowas. Man weiß nicht überhaupt, wo man dran ist. Oder zum Beispiel viele, wie du siehst, ne, schreiben zum Beispiel ukrainische Frauen, die benehmen sich so daneben. Guck mal, die sind rechts und links. Du kannst, sie hast du selbst gehört, ne? Hast du gelesen, diese Kommentare. Du kannst sie zum Beispiel lieber für 20 Euro für die ganze Nacht bestellen, als bei ihnen dann Partnervermittlung buchen. Ne? Und dann denkt man eine Sache, dass das natürlich Niveau der Menschen, die sowas schreiben. Andere Seite, ich sage, weißt du, jeder bestellt das, was man sich wünscht. Du kannst auch für 20 Euro dahin gehen und danke, dass nicht zu mir gekommen ist. Andere Seite, dass man tatsächlich diese Frauen links und rechts sieht und tatsächlich mit dem Krieg natürlich, wo die Grenze geöffnet ist, sind alle Menschen gekommen, ne? Nicht nur die allerbesten, die wir vermittelt haben, weil zum Beispiel die Frauen, die bei mir sind, die sind nicht die, die für 20 Euro zu bestellen sind, die sind vernünftig, die sind seriös, die suchen seriöse Beziehungen und ich hoffe, dass das fast alle Frauen sind, so kann ich natürlich nicht ausschließen, aber man muss noch denken, viele Männer, die denken Folgendes. Wenn ich eine ukrainische Frau kennenlernen werde, dann ist sie wunderbar vom Charakter, die liebt Kochen, die kompromissbereit, die ist intelligent und die passt sich komplett an mich an und ich muss gar nichts tun und die ist eine Cinderella und die macht mich glücklich. Und das hat man mindestens vor dem Krieg gedacht, weil man kaum ukrainische Frauen gesehen hat. Man hatte mit ihnen überhaupt keine Berührungen. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, das heißt doch nicht, dass eine ukrainische Frau gleich gut. Die sind so verschiedene ukrainische Frauen. Und das, was wir machen bei uns Partnervermittlung, wir haben tatsächlich von Tausende, 20 Frauen oder 10 Frauen angesprochen. Und von den 20, die sich anmelden, noch nehmen wir nur 5 auf. Weil wir wollen tatsächlich diesen Typ aussuchen, die tatsächlich eine würdige Partnerin für einen seriösen Mann sein kann. Ne? Und das heißt nicht, dass alle ukrainischen Frauen gut sind, überhaupt nicht. Und dass man links und rechts sieht, wo man mit dem Finger zeigt und sagt, guck mal, die wollen nur mein Geld, guck mal, die wollen nur mich abzocken und sowas, das kann schon sein. Aber diese Frauen, die benehmen sich dann so auffallend, dass man sie sehen kann und mit dem Finger noch zeigen kann. Das heißt, sie präsentieren sich auf der Straße aktiv. Die vernünftigen, seriösen, zuverlässigen, die präsentieren sich nicht so aktiv, voll geschminkt, kurzer Rock. Eigentlich sind sie anders. Die sind bescheiden, die fallen nicht auf. Die sind zwar auch hier, nur du merkst die gar nicht, eine richtig tolle Frau, die die zuverlässige Partnerin für dich sein kann. Die merkst du nicht, weil die ist bescheiden, die beobachtet mehr als die, die in vorderer Reihe tritt und sich präsentiert. Und die Männer, die im Café hier, diese Frauen, die sagen, guck mal, ich gehe im Café, da sitzen drei und die baggern mich an. Wozu muss ich dir bezahlen? Ja, die Frauen will doch kein Mensch haben. Das ist das Problem. Die präsentieren sich, ja, aber die sind nicht die, die eigentlich, die Kunden, die zu mir kommen, die wollen die Frauen nicht haben. Und deswegen, das ist jetzt das Problem, dass die Menschen hier in Deutschland, die haben viel Kontakt mit ukrainischen Frauen und die denken, oh, die brauche ich nicht. Ja, die hat auch früher keiner gebraucht. Das ist das Problem. Unsere Arbeit war nie so leicht, dass man einfach zack und nur dir einen Kontakt hergestellt hat. Das war immer schwer. Eine finden, die wirklich unglaublich vielen Erwartungen entsprechen kann. Die gibt es in der Ukraine nicht so viele, wie man denkt. Und früher hat man gedacht, jede ukrainische Frau ist so wie Natalia zum Beispiel. Ne? Als Beispiel. Ne? Wir sind alle unheimlich verschieden. Und leider wie in jeder Nation, glaube ich, gibt es solche und solche.